Mathematik hilft uns, die Welt zu verstehen. Diese Körper haben die Menschen fasziniert, seit es Mathematik gibt und vielleicht schon vorher. Sie haben die Menschen zu vielen sinnvollen und einigen wenigen abwegigen Gedanken gebracht. Diese Körper beziehen ihre Faszination daraus, dass sie die regelmäßigsten Körper sind, abgesehen von der Kugel, die aufgrund ihrer Vollkommenheit eine Sonderrolle spielt. Den Würfel kennt jeder, mindestens als Spielwürfel. Der Würfel hat 6 Seiten und 8 Ecken, 4 oben, 4 unten. Auch dieser Körper hier ist gut vorstellbar. Er hat 4 Seiten, 4 oben, eine unten. Das ist der sogenannte Tetraeder, was auch nur Vierflächner bedeutet. Diesen Körper können wir uns so vorstellen, dass eine Pyramide, eine quadratische Pyramide oben sitzt, eine quadratische Pyramide drunter. Insgesamt hat dieser Körper also 8 Flächen, sogenannte Oktaeder, 8 Flächner. Dann kommen wir zu den beiden komplexeren Körpern. Das ist der sogenannte Ikosaeder, was 20 Flächner bedeutet. Und wenn man nachzählt, kommt man tatsächlich darauf, dass das aus 20 Dreiecken besteht. Und schließlich dieser große Körper hier, das Dodekaeder, der 12 Flächner, besteht aus 12 Fünfecken. 1, 2, 3, 4, 5. Jede Fläche ist ein Fünfeck. Diese Körper haben schon in der Antike die Mathematiker und die Philosophen fasziniert. Und zwar nicht wegen irgendwelchen Anwendungen, sondern aus rein theoretischem Interesse. Wir wissen heute aber, dass diese Formen auch in der Natur vorkommen. Ich habe hier 2 solche Formen mitgebracht. Ein Pyritkristall, der sehr stark würfelförmig ausgeprägt ist, und einen wunderbaren großen oktaedrischen Kristall, der auch in der Natur so vorkommt. Der Philosoph Platon, der etwa 400 vor Christus lebte, war in besonderer Weise von diesen Körpern angetan. Er hatte ihnen ganz besondere Bedeutung zugemessen. In seinem Dialog Timaios erklärt er, dass diese Körper zusammen mit der Kugel einen Abglanz, einen Widerschein des Göttlichen, des Ewigen, der Ideen geben können. Umgekehrt, so Platon, können wir Menschen anhand dieser Körper eine Idee, eine Ahnung davon bekommen, was die wirklichen Ideen, das wirklich Göttliche, das wirklich Ewige ist. Deswegen, weil Platon sich so sehr mit diesen Körpern beschäftigt hat und sie für ihn eine so große Bedeutung haben, nennt man die auch platonische Körper. Dazu aber später mehr. Schon in der Antike hat man versucht, eine gemeinsame Eigenschaft oder gemeinsame Eigenschaften dieser Körper herauszubekommen. Das sind nicht die Seitenflächen, denn hier sind es Dreiecke, hier sind es Vierecke, hier sind es Fünfecke. Das ist auch nicht die Anzahl der Seiten, hier sind es wenige, hier sind es viele. Wir müssen sozusagen einen Schritt zurücktreten und die ganze Sache ein bisschen abstrakter sehen. Aber wir erkennen Folgendes. Die Dreiecke an diesem Körper, dem Tetraeder, dem Oktaeder und dem Ikosaeder, sind alles gleichseitige, also reguläre Dreiecke. Die Vierecke sind nicht irgendwelche Vierecke, sondern Quadrate. Und auch die Fünfecke sind reguläre Fünfecke. Also eine erste Eigenschaft, die wir festhalten können, ist, jeder Körper besteht aus regulären N-Ecken. Das N ist für einen Körper immer dasselbe. Lauter Vierecke, lauter Dreiecke, lauter Fünfecke. Das ist die eine Eigenschaft. Die andere Eigenschaft bezieht sich auf die Ecken. Das sind alles eckige Körper, keine runden Körper. Und wenn wir uns eine Ecke anschauen, an einem Körper, die verschiedenen Ecken anschauen, dann sehen wir, dass alle gleich aussehen. Das kann man auch präzisieren, quantifizieren. Man kann sagen, an jeder Ecke gehen gleich viel Flächen ab, kommen gleich viel Flächen zusammen. Hier zum Beispiel 3, an jeder Ecke 3. Beim Würfel auch an jeder Ecke 3 Quadrate. Hier beim Oktaeder sind es 1, 2, 3, 4. An jeder Ecke 1, 2, 3, 4. An jeder 1, 2, 3, 4. An jeder Ecke 4 Dreiecke. Beim Ikosaeder ist ein bisschen schwieriger zu zählen, aber umso schöner. 1, 2, 3, 4, 5. An jeder Ecke 1, 2, 3, 4, 5. An jeder Ecke 5 Dreiecke. Der Dodekaeder macht es uns wieder ein bisschen einfacher. 1, 2, 3 an jeder Ecke. Also jede Ecke sieht gleich aus. An jeder Ecke kommen gleich viele zusammen. Das ist nicht eine universelle Konstante für alle Körper, aber für jeden einzelnen Körper ist es konstant. Wir könnten also definieren,
Ein platonischer Körper ist ein Körper, dessen Seitenflächen reguläre n-Ecke sind und bei dem an jeder Ecke gleich viele Flächen zusammenkommen. Wenn man es ganz genau nimmt, muss man noch eine Bedingung hinzufügen, nämlich, dass diese Körper konvex sein sollen. Und das bedeutet einfach, dass sie keine Einbuchtungen und keine übertriebenen Ausstülpungen haben. Ein Stern zum Beispiel wäre kein konvexer Körper. So, nun haben wir das begrifflich definiert. Wir wissen, was ein platonischer Körper ist und wir haben hier 5 Beispiele. Aber im Augenblick wäre auch noch vorstellbar, dass es einen platonischen Körper aus 7 Ecken, aus 17 Ecken, aus 7000 Ecken gibt. Wer weiß es. Aber das ist eine typische Fragestellung in der Mathematik. Man hat einen Begriff definiert und man möchte jetzt alles darüber wissen. Oder jedenfalls möglichst viel. Man möchte eigentlich alle Beispiele kennenlernen. Manchmal ist es schwierig. Denken Sie an die Primzahlen. Wir kennen nicht alle Primzahlen. Aber manchmal geht es auch. Manchmal ist es einfacher. Bei den platonischen Körpern geht es. Und das konnten auch die Griechen schon vor 2000 Jahren. Es ist gar nicht so furchtbar schwer. Wir beginnen mit dem scheinbar schwierigsten, mit dem Dodekaeder. Wenn man 3 Fünfecke zusammenfügen will an einer Ecke, 3 braucht man mindestens, dann geht das nur auf eine Weise. Das ist also ein völlig stabiles Gebilde, da kann ich nicht mehr hin und her wackeln. Und als nächstes müsste ich hier ein Fünfeck, hier ein Fünfeck, hier ein Fünfeck und so weiter anbauen. Ich habe keine einzige Wahl, es geht völlig automatisch. Die einzige Frage ist, gibt es insgesamt ein Dodekaeder, aber dass es maximal einen Körper, nur einen solchen Körper gibt, das ist klar. Genauso einfach ist es auch beim Würfel. Hat den Vorteil, dass es auch leichter vorstellbar ist. Beim Würfel setzt man Quadrate zusammen. Ich kann an einer Ecke auch nur 3 Quadrate zusammensetzen. Nicht 4, das wäre eben. 2 sind noch keine Ecke. 3 Quadrate, es ist völlig stabil. Und Sie sehen schon, das nächste Quadrat kommt hierhin, das übernächste hier und das letzte hier, sodass ich insgesamt einen Würfel bekomme. Bisher mussten wir für diese beiden Körper die zweite Regularitätseigenschaft, nämlich an jeder Ecke gleich viele Flächen, noch gar nicht benutzen. Die war sozusagen automatisch erfüllt. Bei den Körpern mit dreieckigen Seitenflächen müssen wir das machen. Ich habe hier mit dem kleinsten angefangen. 3 Dreiecke zusammen, wenn diese magische Zahl 3 ist, sehen Sie, das ist schon fast die Pyramide, fast das Tetraeder, muss nur noch der Deckel drauf und dann ist sie fertig. Beim Oktaeder hier ist es etwas schwieriger. Das ist noch beweglich, aber man sieht schon, das ist eine Pyramide und da setze ich noch eine Pyramide drauf, hier 2, hier 2, hier 2, hier 2 und habe das auch fertig. Und auch beim schwierigsten, beim Ikosaeder, habe ich 5 Dreiecke zusammen, 1, 2, 3, 4, 5. Ich kann hier zwar noch ein bisschen wackeln, aber wenn ich das Prinzip weiter behalte, an jeder Ecke 5 Dreiecke, dann ergibt sich automatisch dieser Körper. Mit 6 Dreiecken kann man nur etwas Ebenes hinkriegen oder etwas, was so verwellt ist, was also keinen konvexen Körper geben würde. Und mit 7 Ecken, 8 Ecken, 9 Ecken, 10 Ecken, 1000 Ecken, da kriege ich nicht mal 3 zusammen, denn das passt nicht. Maximal kriege ich 3 Sechsecke zusammen. Das gibt schon eine Ebene. Mit 3 Siebenecken geht es überhaupt nicht. Also, das heißt, wir haben durch logisches Argumentieren rausgekriegt, dass hier diese 5 Körper sind die einzigen platonischen Körper. Die Mathematiker nennen so etwas einen Beweis. Wir haben bewiesen, das sind die einzigen platonischen Körper. Der erste, der das bewiesen hat, ist der Grieche Theaetetos, ein Schüler von Platon. Überliefert ist es durch die Elemente des Euklid, das erste Mathematikbuch der Welt, etwa 300 vor Christus. Die Griechen haben damals diese Körper noch mit Bedeutung aufgeladen. Denn es gab nicht nur die 5 platonischen Körper, es gab auch die 4 Elemente. Wasser, Feuer, Luft und Erde. Und sie haben diesen 5 platonischen Körpern die 4 Elemente zugeordnet. Dem Tetraeder als dem spitzesten und beweglichsten, wie die Griechen gesagt haben, das Feuer. Dem Würfel, das ist der Körper, der am stabilsten sitzt, der überhaupt nicht umzustoßen ist, die Erde. Dem Oktaeder, der auch noch sehr beweglich ist, die Luft. Und dem Ikosaeder, das Wasser. Es bleibt eines übrig. Man könnte sagen, es geht nicht auf, 5 ist nicht gleich 4. Aber die Griechen haben eher gedacht, da fehlt noch ein Element.
Und das Element, das fehlt und das Sie dazu gedacht haben, war das geistige Element, die Quinta Essenza, die Quintessenz, manchmal auch das Universum genannt. Das hat sich durch die Geschichte weitergetragen und zum Beispiel Johannes Kepler, der vor 500 Jahren lebte, hat eine sehr, sehr schöne, sehr eindrückliche Zeichnung dazu gemacht, die fünf platonischen Körper und die entsprechenden Zeichen darauf, so wie er das Feuer, Wasser, Luft und Erde und die Quintessenz gesehen hat. Diese platonischen Körper stehen in einem engen gegenseitigen Verhältnis. Man kann viel über sie reden. Es gibt duale Körper. Ich will Ihnen hier nur ein einziges Beispiel zeigen. Ich habe hier einen Würfel, der ist auf einer Seite offen, und ein Tetraeder. Und die Aufgabe wäre, das Experiment besteht darin, den Tetraeder in den Würfel reinzubringen. Es passt genau, aber der erste Versuch sieht so aus und das kann es nicht sein. Der zweite Versuch ist vielleicht so, dass ich das hier so draufstellen würde, mit einer Fläche nach unten, geht aber auch nicht. Jetzt braucht man eine Idee. Also der erste Versuch war so, ich habe eine Spitze nach unten gedrückt. Der zweite Versuch war der, ich habe eine Fläche nach unten gedrückt. Jetzt könnte man auch auf die Idee kommen, eine Kante nach unten zu halten. Und ich halte die Kante mal direkt hier an die Diagonale. Und Sie merken, dann rutscht das sozusagen von ganz alleine rein und man weiß, das ist die Lösung. Das aktiviert nicht nur Raumvorstellungsvermögen, sondern gibt Anlass für viele Entdeckungen. Zum Beispiel könnte ich Sie fragen, wie viele Kanten hat denn ein Tetraeder? Und man könnte hingehen und die abzählen, aber viel einfacher ist es, das hier anzuschauen. An jeder Seite des Würfels, an jeder Seitenfläche des Würfels, ist eine Kante des Tetraeders. Also gibt es gleich viele. Der Würfel hat 6 Seiten, also muss das Tetraeder 6 Kanten haben. Und noch ein Trick. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ein Tetraeder perspektivisch richtig zeichnen kann. Diejenigen, die jetzt Ja sagen, die frage ich, und wie ist es, wenn das auf einer Kante steht? Nun, hier ist eine Methode. Zeichnen Sie einen Würfel perspektivisch, das kann jeder. Aber zeichnen Sie den mit Bleistift, ganz zart. Dann stellen Sie das Tetraeder rein, zeichnen die Kanten des Tetraeders dick aus, radieren dann die Würfelkanten wieder aus und dann steht das Tetraeder perspektivisch völlig richtig im Raum. Johannes Kepler war von den platonischen Körpern völlig begeistert. Er war der Überzeugung, dass sich die Vollkommenheit des Kosmos, die Vollkommenheit der Planetenbewegungen zum Beispiel, auch widerspiegeln muss in der Vollkommenheit der Körper. Er sagt also, eigentlich muss es so sein, dass sich die Planeten so bewegen, dass eine Kugel und die platonischen Körper hier eine Rolle spielen. Und er hat ein kompliziertes Verfahren gemacht, die platonischen Körper ineinander geschachtelt und die mit den 6 damals bekannten Planeten verbunden. Die Planeten bewegen sich auf Kreisen, die auf den Umkugeln bzw. den Innenkugeln der platonischen Körper sich befinden. Allerdings hat Kepler selbst einige Jahre später festgestellt, dass sich die Planeten keineswegs auf kreisförmigen Bahnen bewegen, sondern auf ellipsenförmigen. Und spätestens als 1608 ein 7. Planet, der Uranus, entdeckt wurde, der nun gar nicht in dieses System passt, da war klar, dass dieser Traum von Kepler über die Harmonie der Welt zu schön ist, um wahr zu sein.